herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Es geht dieses Mal um Let's Ride Friends Forever. Ich habe ja schon einmal gesagt, es wird bald ein neues Let's Play kommen über ein Spiel, wo ich eure Fragen beantworten werde. Das heißt, alle Fragen, die jetzt unter diese Videos kommen, werde ich nur in diesen Folgen beantworten. Und da es hier in diesem Let's Play nur darum geht, sich um das Tier zu kümmern und Erfolge damit zu beschließen. Let's Ride Friends Forever ist ein englisches oder amerikanisches Spiel, wie man es sieht. Und ja, ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Wenn ich lauter bin als die Musik, dann sagt es mir bitte, ja? Dann muss ich es im nächsten Video nämlich ein bisschen leiser machen, weil an meinem Laptop sozusagen spinnt das total rum. Denn, ja, ich habe bestimmt jetzt ein paar Stunden gebraucht. Ich kann mal gucken, wie viele. Ich habe jetzt bestimmt 2 Stunden gebraucht, bis ich das Spiel so weit hinbekommen habe, dass ich es überhaupt spielen kann. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich mit unserem ersten Pferd. Dieses wird natürlich nicht täglich kommen. Das kann man sich bei mir natürlich niemals denken, dass ich irgendwas mal täglich machen werde. Ich habe ja derzeit sogar Probleme mit den Speedpaints. Aber es hat sich ja jetzt wieder gelöst. Ich habe mich jetzt noch ein bisschen leiser gemacht. Sagt mir einfach, wie es jetzt ist. Und wir starten jetzt einfach damit, indem wir uns ein Pferd erstellen. So. Huch. Ich sollte dort nicht spielen. Wir haben 5 verschiedene Fellfarben. Alle 3 Pferdearten bis Rassen. Und halt Mare or Stallion. Stallion ist der Hengst und Mare ist die Stute. Müsste sein. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Kaltblüter haben halt wenig Temperament. Konstitution ist, glaube ich, die Ausdauer. Warmblut, da ist halt alles neutral. Und die, also Vollblüter sozusagen, Thoroughbred, ist halt das. Also ich nenne sie Vollblüter, weil die mich irgendwie an Araber erinnern und Araber ja Vollblüter sind. Ja, glaube schon. Und die haben halt auch ihre eigenen Werte. Ich werde jetzt, denke ich mal, für den Einstieg heute ich werde ein Sorrel nehmen, also ein Rotbraun. Eine Stute und gehe auf jemanden mit Standardwerten, also ein Warmblut. Wie nennen wir dich? Wir nennen dich jetzt mal Red. Einfach mal nur Red. Birthday, da gab es glaube ich irgendwas, was ich machen musste. Aber da wir ja heute starten, wirst du am 10.03.2015 geboren. Ja, das ist der Tag, an dem ich aufgenommen habe. Also an dem ich jetzt gerade aufnehme. Mutter, Vater lassen wir. Das macht es alles selbst und das können wir später noch ergänzen. Na dann, let's start the game. Es funktioniert sogar. Nice. So. Somit sind wir jetzt gerade im Ladebildschirm. Ja, auch dieses Spiel hat Ladebildschirme, die manchmal ein bisschen hangen. Ja. Dim. Und schon sind wir im Spiel. Hier haben wir Red. Und ich muss mich gerade zurechtfinden, weil... stimmt. Das war ja die Pfeiltasten. So, wir sind jetzt hier im Menü von allem drum und dran. Wir können die Zeit nicht beeinflussen.
wodurch wir manchmal einfach Langeweile haben. Deswegen habe ich gesagt, dieses Spiel wird halt dafür, dass ich eure Fragen beantworte, auch zum Spiel oder anderen. When you're standing next to your horse, you can move around it using the arrow keys, as well as looking up and down. If you're not holding anything in your hand, you can stroke the horse, or you can groom it with the various utensils. So. Ja, da das Englisch ist, muss ich es ja für die Nicht-Englisch-Könner ein bisschen erklären. Ich bin zwar auch nicht sehr gut in Englisch, aber ich kann euch erzählen, was ich verstehe. Also, wenn wir in der Nähe unseres Pferdes stehen, also wenn wir auf es klicken, können wir uns mit den Pfeiltasten und WASD um das Pferd herum bewegen und mit dem Mausrad, das steht jetzt glaube ich nicht da drin, kann ich die Weite, die ich habe zum Pferd, kann ich dann ändern. Wenn ich nichts in der Hand habe, kann ich das Pferd streicheln, weiß ich halt selbst, oder wir können es mit den Utensilien, die hinter uns liegen jetzt, dann können wir uns darum kümmern. So, hier sind wir jetzt bei unserem Pferd, genau, mit WASD bewege ich mich gerade. Das geht natürlich auch mit den Pfeiltasten, wie es halt jeder möchte. Genau, hier mit dem Mausrad kann ich rein und raus zoomen. Und rotbraun ist hier wirklich sehr übertrieben, sehr rotbraun. Und oh, your horse does not trust you very much right now. Stroking will always help. Also stroking bedeutet streicheln. Und es heißt, unser Horse, also Red, vertraut uns nicht wirklich in diesem Moment. Streicheln würde vielleicht helfen. Also würde ich jetzt sagen, nein, nicht ans Gate. Ich will... Ja, das Pferd kann sich auch im Stall bewegen. Das ist ein Computerspiel. Wir streicheln es jetzt einfach mal. Wie ihr seht, die Leiste hier unten hier bewegt sich, wenn wir das Pferd streicheln. Also bewegt sich jetzt nicht. Sie nimmt halt zu, geht halt von rot zu grün. Wie man sieht, ist jetzt das Bild hier weg, das heißt, das Pferd vertraut uns jetzt mehr. Wir können sogar die Fellrichtung ändern. Nein, nicht direkt ändern, aber dass es halt komisch und dunkler aussieht. Kann man hier wahrscheinlich... Good horse. Und wir sagen auch manchmal was, ja. Ja, mein kleines, ja, mein kleiner Roll Red. So. Ja, zum Glück, ich nehme dieses Mal auch wirklich auf. Ja, da merkt man es jetzt hier. Wenn ich jetzt so streichle, merkt man es jetzt nicht, aber wenn ich so streichle, wird es dunkler. Bei mir sehe ich es jetzt mehr. Aber ihr müsst es eigentlich auch gut sehen. Und da vertraut uns der Schatzi schon mehr. Hm? Unser kleiner Red, unsere kleine. Hm? So. Red hat jetzt ja alle Punkte positiv angesehen. Also wir haben uns jetzt ein bisschen um sie gekümmert. Sie hat von Anfang an jetzt schon Fitness sehr hoch. Ist halt nicht hungrig, weder hungrig noch durstig, noch muss sie gepflegt werden. Das heißt, zu Anfang mache ich es immer, ich gehe in den Laden. Hier gibt es halt einen Laden. Hier haben wir jetzt... When you pass over items that can be picked up, the hand makes a grasping movement. A left mouse click lets you take the item in your hand. Genau. Das sind jetzt die Utensilien. Wenn wir halt dorthin gehen zu den Items mit der Maus halt darüber, können wir sie aufpicken, also aufnehmen. Die Hand macht dann eine bestimmte Bewegung, was uns anzeigt, wir können da was machen. Ein linken Mausklick mit der linken Pfeiltaste lässt uns das Item in die Hand nehmen. Hier in diesem Bereich sehen wir jetzt die, also die Utensilien, um das Pferd zu pflegen, also hier in dem Regal. Und sobald diese Handbewegung kommt und darunter der Name steht, können wir was aufnehmen. Yay. Ich erkläre gerade voll, ey. Wir haben hier eine Vitrine. Das heißt, wenn wir irgendwann groß was gewinnen sollten, steht das hier drin. Hier drin haben wir unsere Kleidung und die unseres Pferdes. Das liegt dann später hier und hängt hier oben alles drum und dran. Das Radio kann man leider nicht benutzen.
Sobald ich reiten kann, nehme ich immer gern die Kleidung, sonst habe ich immer die blaue an. Hier drüben haben wir das Futter für das Pferd. Gott, das ist so langsam. Und daran kann ich leider nichts ändern. Das Essen müssen wir natürlich kaufen, das Wasser haben wir natürlich immer parat. Hier an diesem Gate sieht man jetzt schon, hier liegen die Dessous. Also aussehen. Dann können wir jetzt zum Beispiel mal eine kleine. Können wir jetzt Red einfach mal eine Schleife ins Haar picken, wenn es funktioniert? Bleib da! Ja, die bewegen sich immer sehr viel. Nein! Da wollte ich doch gar nicht hin. Wow. Oh je. Gib mir die. Nein! Danke. Shall we try something else? I think, ja. Wir können natürlich auch gleich alles rausmachen, aber ich will, dass die jetzt eine Schleife bekommt. Well, how do you like that? Also ich nicht. Ich mag's nicht. Es ist immer blöd, wenn die so viel, sich so viel bewegen. Später, wenn die Mähne No other größer horse looks wird. As good as you. Ja, naja, machen wir es lieber einen Schweif da. Gib mir das. Danke. Tu mir es lieber einen Schweif ran, das sieht ein bisschen besser aus. Wir spielen die normale Version von Let's Ride Friends Forever. Das heißt, wir haben. Oh, sitzt. Supi. Das heißt, wir haben keine extra Sachen dabei. Also wir spielen das komplette Vanilla sozusagen hiervon. Und ich würde sagen, wir changen jetzt die Location und gehen mal in front of the stable. Also wir wir wechseln die Stelle, wo wir gerade sind und gehen halt vor den Stall mit unserem Pferd, da es nicht auf der Wiese steht. Ja? Da sind wir schon. Red läuft uns immer hinterher. Und leider sind wir wirklich nicht schneller. Ich kann die Maus bewegen, aber ich kann nicht nach hinten gucken. Wir gehen jetzt mal Richtung Laden. Klar, wir hätten uns auch zum Laden porten können. Aber da am ersten Tag wir sehr viel Zeit haben, gehe ich immer gerne selbst zum Laden. Ich brauche kurz die Einstellungen. Dafür gehen wir kurz raus, auch kein Problem. Okay, das lassen wir so. Continue. Schon sind wir wieder da. Wir können leider wirklich nicht schneller laufen, aber besser ein bisschen schneller als gar nichts. Unser Pferd muss ja jetzt noch nachkommen. Es dauert sehr lange, um das dahin, also dazu zu kriegen, überhaupt erstmal reiten zu können. Zum Interface kann ich jetzt nicht sehr viel sagen. Hier haben wir halt unser Geld und da haben wir die Zeit oder wie lange. Und hier haben wir halt noch ein Inventar, das ich gerade nicht öffnen lassen will. Ach so, okay. Wir können es hier nicht öffnen. Hello. Hello. How do you do? So. Wir kaufen jetzt einfach mal ein bisschen was. Die wichtigsten Sachen zum Anfang. Beauty Pie. Hier haben wir zum Beispiel zwei Bereiche für Beauty-Artikel. Ihr könnt mir ja mal sagen, welches Band wir dem, also unserer Ready geben wollen. Oder ob wir auf die Clips warten, die gewinnen wir nämlich bei Competitions, also Wettbewerben. Hier haben wir jetzt Sattel und noch andere. Ich habe immer gern die Blanket noch. Die Riding Blanket brauchen wir jetzt noch nicht.
und im Stable bringt's noch nichts, dir irgendwas zu kaufen. Have fun with your riding. Dankeschön. Können wir leider erst später, aber egal. Ah, customers. Ja, Besucher, ich weiß. Ich bin ein Besucher. Was haben wir denn hier noch? Shampoo können wir noch mitnehmen. Medizin braucht man nichts. Ich habe bis jetzt, wenn mein Pferd sich... See you next time. Ja, bis zum nächsten Mal. Wenn sich mein Pferd verletzt hat, oder wenn es halt irgendeine Krankheit hatte, wo ich halt Medizin gebraucht habe, dann hat es sich immer verletzt. Oder es hatte zu wenig, also Vitaminmangel. Das heißt, ich habe ihm zu wenig Obst und Gemüse halt gegeben und immer nur Grünfutter sozusagen. Ich kann wirklich hier nichts überspringen, außer ich katze im Nachhinein raus, was ich dann wahrscheinlich machen werde. Weil es die ganze Zeit zu warten, bis wir zu Hause sind, ist schon ein bisschen mühsam. Vor allem, wenn wir dann darauf warten, dass die Zeit verstreicht. Werde ich es dann so oder so rausschneiden. Die Videos von einer Folge werden halt immer ziemlich lang. Weil ein Tag schon richtig lang ist. Wir haben um 8 Uhr im Spiel begonnen. Haben dann noch den Anfang. Das wären vielleicht ein paar Minuten. Das wären schon ein paar Minuten. So, jetzt mal daheim. Ich werde gucken, ob ich viel rausschneiden kann. Die erste Folge wird wahrscheinlich eh die längste. Zu Beginn. Ich halte das nicht als Versprechen. Aber weil wir halt da jetzt am wenigsten machen können und so. So, jetzt sind wir zurück. Red ist wieder in der Box. Wir können ihr jetzt einfach mal ein Leckerli geben. It's important to show affection to your horse, so it gets used to you. Stroking it regularly and giving it treats sometimes will soon result in you becoming the best of friends. Okay, es ist wichtig, dass wir dem Pferd zeigen, dass wir es mögen. Dann wird es nämlich für uns sehr, also freundlich und lässt sich auch sozusagen benutzen vom Reiten her. Streicheln ist regulär dabei oder halt Treats, das sind Snacks. Und irgendwann werde ich dann das Resultat sehen und wir werden beste Freunde. Mildred? Ja. So. Want some more? Jo. Ich mag diese S-Animation bei dem Spiel wirklich sehr. Ich weiß. Jetzt seht ihr noch. Irgendwann, wenn wir es reiten können. Schaltet ihr euch mal diese Folge dann rein und die, wo wir das erste Mal reiten. Und dann schaut mal, was das für ein Größenunterschied ist. Das ist der Hammer. Wie wir sehen, Red bekommt langsam Hunger. Das heißt, wir öffnen jetzt mal das Invent. Holen uns mal ein bisschen was für Red. Das heißt, jetzt kommt's Mittagessen. Clicking on an item in the inventory puts it in your hand. If the inventory is closed, you can open it by clicking on the check pattern on the right. Next to the time display. Also das ist jetzt, hat jetzt erklärt, was ich jetzt gerade gemacht habe. Also wenn ich jetzt ein Item anklicke, kann ich es als Invent halt legen. Und ich kann es halt offen öffnen, indem ich dieses kleine Ding hier, steht da schon dabei, klickt close the inventory jetzt, weil es offen ist. Sonst würde da halt immer stehen, click to open the inventory. Wir geben dir mal, Leute, ich habe gerade White Brain verstanden. Wir geben dir jetzt einfach mal ein Korn und einen kleinen Apfel. So viel Hunger hast du ja nicht, deswegen. Und hier hinten, die sind nicht umsonst da. Wir können da jetzt das Essen und das Trinken und alles reinlegen. Und sobald Red genügend Hunger hat, läuft sie von selbst zum Futtertrog. Höre ich da jemanden laufen oder bin ich das? Nein, das bin ich.
Oh, das ist wieder ein Bug. So, wir können jetzt mal unsere kleine schön hold something in your hand. You can put it in your inventory at the bottom. You clean your horse's hooves with the hoof iron. But be careful. Apply to the wrong areas, you can quickly injure the horse. Es ist halt, sie erklärt halt jetzt alles, was wir jetzt gleich machen werden. Wir kümmern uns nämlich jetzt mal ein bisschen um unser Pferd. You can get special comb. Ja, ist okay. Wird jetzt zweimal ein bisschen nervig, das jetzt mal alles vorzulesen. Aber irgendwann ist das Tutorial dann sozusagen vorbei. Wir sind jetzt wirklich im Spiel, aber ich habe die Tutorials für euch jetzt angemacht. So. Wenn wir jetzt die linke Maustaste klicken. So. Machen wir jetzt mal das Fett ein bisschen nass. Jetzt ein bisschen nass. Wenn man dann ausreitet, muss man das Pferd am besten immer direkt danach sofort pflegen. What would I do without you? Ich habe keine Ahnung. Solltet ihr es dann halt immer am besten pflegen, da es dann immer wirklich richtig dreckig sein kann. Da in den Bereichen um den Sattel sich ja sehr viel Schweiß ansammelt, auch beim Pferd. Und ja, machen jetzt Hufe. Jetzt, also das Spiel ist wirklich nicht jedermanns Sache. Man braucht wirklich viel Ausdauer, um das Spiel zu spielen. Und viel Spaß daran auch. Huch. Ja, ich kratze immer das Bein so aus Versehen. Aber die Animation, allem drum und dran, ist das Spiel wirklich atemberaubend. Und Grafik, glaube ich, ist das die einzigste Grafik, die es gibt. Also man kann an den Grafiken, glaube ich, auch nichts rumstellen. Also wenn der PC mit dieser Grafik nicht zurechtkommt, dann ja. Vielleicht stellt das Spiel das auch selber ein. Ja, die rechte Hufe backt bei mir immer ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es auch immer so ist. Aber bei mir geht die Hufe immer hoch, geht nochmal runter und kommt wieder hoch. Aber ob das dann bei euch dann auch so ist, weiß ich nicht. Ich weiß nie, wann eine Hufe sauber ist. Ich könnte jetzt einfach zu Useful Animation Informations gehen. Einfach gucken, Horse Informations. Hooves. 92%. Jo. 92% der Hufen sind jetzt sauber. Wir können jetzt, denke ich mal, das Fell abtrocknen. What would I do without you? So. Man merkt schon, es fängt schon wieder an zu glänzen, nur davon, dass man das Wasser wieder abtut. Also, jetzt ist das Pferd wirklich wieder sauber, richtig sauber. Ich sollte mal das Inventar schließen. Das kann ich auch minimieren. Mir geht es eigentlich so auf die Nerven. Ich habe wirklich lange gebraucht, dass ich das Spiel überhaupt wieder spielen kann, denn ja, es hat zu Anfangs nicht funktioniert. Aber nach einigen Glücks- und Seelenversuchen hat sich's dann doch endlich ergeben. Und jetzt kann ich's mit euch halt dann spielen. Ich freue mich schon auf die ersten Fragen. Zwar weiß ich, es werden zu Anfangs so gut wie keine Fragen kommen, das heißt auch so gut wie keine Folgen. Good horse. So. Müsste jetzt ziemlich trocken wieder sein. Das Gesicht noch irgendwie so. Ja, die glänzt schon wieder wie der rote Hafenarsch. Mit Rechtsklick können wir die Items einfach zack wieder zurücklegen, ohne dass wir dahin müssen. Und jetzt kommt die Mähne.
Ich weiß nicht, ob das immer so normal ist, dass der Kamm immer so dann da drin dann ist. So. Bisschen Schweifkämm. You're wonderful. Mal gucken, wie läuft's mit der Sauberkeit? Joa, wir sind ja gut dran. Ich nehme dann meistens noch den Tailcam und gehe dann meistens noch drüber. Dadurch mache ich das Fell noch ein bisschen glänzend, also dass es wirklich in eine Richtung geht. Und man sieht schon da, dass man, also manche Felle hier in dem Spiel, die glänzen wirklich sehr. Was wiederum gut ist, da du siehst, ob das Fell da an dieser Stelle halt struppig oder zerzaust ist. Da ist zum Beispiel jetzt noch eine nasse Stelle. Die sieht man gut. Das heißt, wir müssen nochmal den, also das Tuch holen. Wischi, wischi. Ah, jetzt geht's essen. Wir gehen mal weg. Gut, ja. Sobald sie genügend Hunger haben, gehen sie selber essen. Je das, was sie brauchen. Red hat jetzt zum Beispiel Durst und ist jetzt zum Getränke. Also Tränke. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Tränke. Wassertrog, genau. Und hat dadurch ihren Durst jetzt gelöscht. Dadurch ist das auch wieder im positiven Bereich. So, wir haben jetzt gesagt, da oben haben wir noch eine nasse Stelle. Ja, yep, die war nass. Hier drüben ist noch ein bisschen nass, ne? Jetzt müsste sie aber so gut wie sauber sein. So. Natürlich. Ja. Red ist bis jetzt wirklich ein gutes Pferd. Natürlich könnt ihr mir auch sagen, ob ich über Themen reden soll, die ihr mir vorschlagt. Dadurch habe ich halt auch ein Thema zum Reden, was mir halt umso leichter fällt dann. Helft er? Ach, das sieht so real aus. Ich hatte mal ein 6 Jahre altes Pferd hier in dem Spiel. Und ich war wirklich so happy. Ich habe mit dem schon viel erlebt und ich hatte immer die Angewohnheit, den ganzen Tag zu reiten. Und um 8 Uhr, glaube ich, ist ein Tag hier vorbei. Also im Spiel um 8 Uhr. Hatte ich immer die Gewohnheit, um 6 Uhr wieder halt hierher zu kommen. Und dadurch habe ich das Pferd nicht mehr pflegen und füttern können, wodurch ich dachte, das Pferd könnte sterben, obwohl ich mir nicht mal sicher bin, ob das Pferd hier in dem Spiel überhaupt sterben kann. Was man jetzt hier sieht, wir sehen uns. Hallo, wir sehen uns. Wir sehen in uns rein. Das geht jetzt gerade nicht da. Yay. Cool. Yay. Wir können sie hineingucken. Ja, lassen wir das mal. Wir sehen jetzt hier hinten unsere verpackte Red, die ganze Zeit gegen den Baum läuft. Ja, das kann manchmal passieren. Wir können jetzt mal zum Beispiel in die Informationen gucken. Os von Goldilocks und Oscar. Was Red am liebsten liebt, sind Carrots. Was sie am liebsten kann oder mag, ist geritten werden. Was sie gar nicht mal mag, sind, glaube ich, Zäune. Die Lieblingsstelle sind die Ears, also die Ohren zum Streicheln. Was sie sehr gut kann, ist Jumping. Das My Horse Need to Learn. Das müssen wir noch herausfinden, sozusagen, irgendwann.
Und my horse's greatest success, also das bis jetzt beste Event, das das Pferd erlebt hat, ist halt die Geburt. Die ist ja heute gewesen. Diese Einstellungen, Speed, Stemming, Strange, können wir mit Reiten und Wettbewerben halt erhöhen. Sie ist ein Warmblut, sie hat das Fell rotbraun, ist halt eine Stute. Ich kann mir wirklich sagen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das richtig ist, aber normalerweise schon. Die Mähne ist immer das dreckigste in den jüngsten Jahren. Hier sehen wir jetzt, was wir alles insgesamt haben. Das Blöde ist gerade, die Zeit wird nicht weitergezählt. Das merkt man hier ran. Das ist gerade gestackt sozusagen. Und hier sehen wir halt ein Lexikon, das uns halt hilft, wenn wir verwirrt sind. Was wir jetzt machen könnten, wäre, wir könnten, machen wir auch. Meine Nase tut weh. So, wir gehen jetzt einfach nochmal in den Stall rein und holen sie von der Wiese, von der Weide halt. Und gehen zu den Tournament Grounds. Tournament Grounds ist halt der, je nach Wettbewerb wechselt er halt. Zu Anfang haben wir den. At the start, horse number three. Da haben wir halt jetzt ein Üben von dem Wettbewerb. Ich weiß nicht, wie oft es die gibt, aber du kriegst. Dankeschön. Wir bekommen halt dann gesagt, wann halt so ein Wettbewerb ist und dann können wir uns den ganzen Tag vorbereiten. Aber der Tournament geht nur den Tag über. Yay! Also wenn der Tag vorbei ist, ist das Tournament auch vorbei. Springen gibt es irgendwie so gut wie nie. Ja, das ist jetzt, weil wir keine Dekoration anhaben, aber das ist jetzt nicht schlimm. You can see how well horse and rider work with each other. Wäre das jetzt ein Wettbewerb gewesen, hätten wir leichtens gewonnen. Aber das war es natürlich nicht. So, jetzt sind wir wieder da. Wir hätten noch 2 Minuten Spielzeit. Dann wäre ein Tag vorbei. Das heißt, wir gehen jetzt zu einem ganz bestimmten Platz, zu dem ich immer gerne gehe, wenn ich alles fertig habe. Und zwar gehen wir jetzt zu dem Gate. Gehen die Leiter hoch. Tap, 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 tap. Und finden uns hier. Und hier On the box, there's a secret diary. You can write everything in it you experience with your horse. It's great to be able to flip through it later and remind yourself of everything that happened. Hier haben wir halt jetzt unser sozusagen unser geheimes Diary, also unser geheimes Tagebuch, das nur wir lesen können. Das war jetzt der erste Tag, den wir hatten. Today my foal finally arrived. I am really looking forward to seeing how it turns out. Also heute ist das Fohlen, also Red, endlich angekommen, also es wurde geboren. Ich konnte wirklich dabei zugucken, wie es herauskam, also wie es geboren wurde. Wir waren auf dem Trainingsground today and ich wäre Erster geworden, aber es ist ein Training Ground. Wir können jetzt mit Enter einfach einen Text eintippen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das wird dann nicht der Zeit angezählt. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, I was very, falsch geschrieben, very happy this day. Because, ja, muss man immer, day, because I recorded it. Müsste richtig sein.
Also ich bin wirklich happy an diesem Tag, weil ich es aufnehmen konnte, überhaupt spielen konnte. Safe. Ich kann natürlich auch machen, dass ich jeden Tag aufnehme, aber halt nicht jeden Tag hochlade. Vielleicht werde ich es schaffen, das mal so zu meistern, aber ich bezweifle es. Wir gehen wieder die Leiter runter. Ach, ich spiele. Ey, ich will nicht hoch. Ich will runter. Ich sollte die Pfeiltasten benutzen. Ich muss sonst gehen. So. Und das ist jetzt das eigentlich Gesamte, was wir hier in diesem Spiel machen können. Wir können unser Pferd auf dem Weg zum Champion begleiten. Ich glaube, wir haben sogar noch 2 Minuten. Ich weiß nicht, ob es um 6 aufhört oder um 8. Also haben wir entweder noch eine halbe Minute oder noch 2 Minuten. 2,5. Was wir jetzt natürlich noch machen können, ist, wir könnten die Box von Red säubern, aber das braucht Red gerade nicht wirklich. Straw. Tür rein. Und ja, das heißt, ich stelle mich jetzt wieder raus an die Weide. Und wir sehen uns dann, ja, wenn der Tag vorbei ist. Und somit haben wir den ersten Tag geschafft. Ach ja, das fühlt sich immer toll an, wenn der erste Tag vorbei ist. Naja. Sie ist ein Jahr alt, wiegt 250 Pounds, also Pfund. Sie Care, also Care bedeutet das Wohlbefinden, ist um 4 plus gestiegen. Development of Trust, also wie viel sie uns vertraut, ist um 5 gestiegen. Special Events gab es keins. Jumping, Stamina and Speed, also Springen, Sprungfähigkeit, Dressur und Schnelligkeit sind um 1 ein Minus gesunken, also ein bisschen halt gesunken. Special Events gab es heute keine. Rewards bedeutet, wir haben 110 Credits heute bekommen. Das heißt, wir haben den ersten Tag vorbei. Jetzt muss ich schnell ins Hauptmenü. Weil wir jetzt natürlich nicht noch einen zweiten Tag machen werden. Your horse needs regular exercise. Clicking on the swing door button in the menu allows you to go out with it for exercise. You can use this. Always make sure your horse has enough food and you can access the le Ist gut. Jetzt gehen wir ins Main-Menü zurück. Und somit hat Red ihren ersten Tag heute hinter sich. Sie ist 3 Monate älter geworden. Und sogar ein bisschen gewachsen. Das heißt, ich kann sagen, ich freue mich auf die nächste Folge von Let's Ride Friends Forever. Und bitte, Fragen nehme ich gern an, Themen nehme ich gern an. Ich weiß, ihr tut derzeit gerne kommentieren. Vor allem was die Hausfolgen angeht. Keine Sorge, es kommt noch eine. Ich habe nur derzeit ein bisschen dumm. Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao.